Egal ob Berlin, Hannover, Köln oder München, wer in diesen Tagen vor die Tür geht, könnte meinen, alles wäre wieder gut. In den Straßen und Parks laufen die Menschen wieder unbeschwerter herum. Mindestabstand, Fehlanzeige, nur vereinzelt tragen sie Schutzmasken. Ich sehe dann auch schon ziemlich viele große Gruppen, also jetzt 6er, 8er oder 10er Gruppen sogar, die sich dann irgendwie mit Handschlag auch begrüßen. Ich habe jetzt keine Angst und befürchte eine zweite Welle. Wir sehen das insgesamt schon sehr locker. Die zunehmende Sorglosigkeit und die von einigen Politikern in Aussicht gestellten weiteren Lockerungen, zum Beispiel für Restaurants oder Kitas, machen Virologen Sorgen. Denn die Epidemie sei noch lange nicht vorbei. Wenn es wieder mehr enge Kontakte zwischen den Menschen geben wird, so wie vorher, dann wird es auch mehr Ansteckungen geben. Derzeit liegt die sogenannte Reproduktionszahl bei 0,9, heißt, ein Infizierter steckt bei den geltenden Beschränkungen weniger als einen anderen an. Doch steigende Kontakte könnten die Rate wieder in die Höhe treiben, auf 2 oder 3 etwa, und so eine zweite Infektionswelle auslösen. Sie wäre vermutlich noch verheerender als die erste und somit ein neuer Shutdown unvermeidlich. Das Problem ist eben, dass sich das Virus mittlerweile in ganz Deutschland ausgebreitet hat. Und wenn es dann eben zu einer Zunahme käme, synchron an verschiedenen Orten Ausbrüche hervorrufen könnte und insbesondere denn die ältere Population auch betreffen könnte. Und das würde dann natürlich zu einem dramatischen Anstieg auch der Todeszahlen führen. Das Tückische daran, die nächste Welle sehen wir womöglich erst dann, wenn sie bereits da ist. Verzögert durch die 2 Wochen Zeit, bis eine Ansteckung bemerkt wird, der Betroffene dann zum Arzt geht und die Testergebnisse vorliegen. Wann die zweite Welle droht, kann derzeit deshalb noch niemand vorhersagen.